Hallo, was machen Sachen? Ja, so viel zu den regelmäßigen Vlogs. Hat jetzt nicht so ganz geklappt. Ich meine, habe ich es geschafft, innerhalb einer Woche ein neues zu machen? Oder dann ist der zweite Teil der Vlog-Reihe, Tagebuch-Reihe? Ich weiß noch nicht so genau. Reihe, was das werden soll, Reihe. immerhin habe ich gesagt, eine Woche habe ich geschafft. Es ist jetzt die zweite Woche, ist immer noch die Eingewöhnungsphase, um halt wieder reinzukommen, weil. Mein Tagesrhythmus ist komplette Katastrophe. Bin ja 4 meistens so ins Bett gegangen, vielleicht eingeschlafen um 5 oder so und mittags irgendwann wieder aufgewacht. Das geht jetzt nicht. Wenn ich um 9 Uhr irgendwo sein muss, kann ich nicht erst um 4 ins Bett gehen. Ja, das muss noch ein bisschen funktionieren. Ich bin auch nach der Klinik echt fix und fertig und komme nicht zu viel. Ich habe auch noch ein paar Aufträge. Die Leute wissen zum Glück, dass ich ein bisschen länger brauche und sie geben mir auch die Zeit, dass ich das hinbekomme. Nach der Klinik schaffe ich, ich kann halt nicht den ganzen Tag an einem Bild sitzen, wenn ich in der Klinik bin und dann nach der Klinik was hinzukriegen, ist halt auch noch anstrengend. Ich versuche immer mal so nach meinem Tag so 2 Stunden an irgendwas zu arbeiten, dass ich da ein bisschen vorankomme. Aber wie gesagt, die Leute wissen es zum Glück und die geben mir die Zeit, dass ich da nicht ins Wanken komme. Ich hoffe, das wird ein bisschen besser, dass ich auch wieder mehr Zeit für Videos habe. Ich habe jetzt auch wieder mehr Lust, was zu machen. Ich habe echt ein paar Ideen, die ich gerne mal probieren möchte. Auch ich möchte mehr animieren. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht, auch wenn ich dann irgendwie in der Arbeitsparalyse war bei den letzten Videos, aber ich würde das gern weitermachen. Ich habe hier und da auch ein paar Sachen rausgesucht, die ich gerne animieren würde. Auch so, vielleicht kennt das einer aus dem englischen Raum, so Storytime Animation, wo man halt einfach eine Alltagsgeschichte oder so erzählt, was einem so passiert ist und macht das dann halt ein bisschen animiert. Da will ich mal gucken, ob ich mich da ein bisschen ransetze und halt auch ein paar andere kleine Clips, die ich gesehen habe, was ich mal ein bisschen ausprobieren möchte. Da soll's geplant ein bisschen mehr werden. Ich muss nur irgendwie wieder regelmäßig reinkommen. Vielleicht werden wir auch ein bisschen on-stream animieren. Sprich, ich werde Bilder zeichnen und Frame für Frame da durchgehen. Ja. So, zur Klinik kann ich jetzt. Ja. Es ist immer noch die Eingewöhnungsphase. Ich versuche da ein bisschen reinzukommen. Ich habe das Häkeln angefangen und bin da tatsächlich doch schon deutlich weiter. Ich habe jetzt einige Bälle gemacht. Hier ist ein Beispiel. Ich habe hier so einen schönen, der ist jetzt pink. Ich habe keine Ahnung, wie viele von denen schon gemacht. Ich habe hier mal einen zweifarbigen. Bälle habe ich jetzt einige gemacht und auch verteilt an Hunde, Katzenbesitzer. Meine Hundis haben auch jeweils einen bekommen. Max spielt so ein bisschen mit. Lola findet die total geil. Generell, was die aus Stoff kriegt, das findet die total geil. Hab ein paar Freunden mit Katzen hier gegeben und finde die echt cool. So ein Ball. Der ist einfach mit. Ich habe einfach jetzt irgend so eine Watte gekauft und habe die gefüllt. Ich gucke mal, ob ich da ein besseres Material für finde, das auch ein bisschen nachgiebiger ist, wie so ein Stofftier, weil diese Watte ist halt. Ja, ein bisschen klumpig. Aber macht ja nichts. Und ich habe jetzt eine neue Form. Ich will ja ein bisschen auch mehr häkeln. Das hat mir Spaß gemacht. Da werde ich jetzt auch demnächst ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe nur einen Donut gemacht. Den fand ich ganz cool. Auch weil es halt was anderes war. Ich werde dann halt auch ein paar Tierchen oder so machen. Und ja. Donut. Vielleicht packe ich den in Twitch so als Punkte-Reward rein, dass man gehäkelte Sachen oder so kriegt. Ja, und ich habe herausgefunden, auch was ich nicht mag. Das ist mit Acrylfarben malen. Ich habe angefangen, ich wollte einen Catnap zeichnen und dachte, das wird ja relativ simpel, da ist nicht so viel dran. Ja, war dann etwas frustriert und wie das als frustrierter Künstler so ist, habe ich meinen Frust per Stempel an meinem Kunst. Ja, ich habe einfach schwarz-lila den Hintergrund gemacht und dann eine braun gefunden und mit einem Schwamm drauf rumgetupft. Mehr geschlagen, aber sieht faszinierend aus. Sieht fast so aus, als wäre das gewollt. Das war aber reine Frust, dass es nicht funktioniert, wie ich das möchte. Und das frustet mich und das kommt dann dabei raus. Rage quitten als Künstler. Das ist das. Da kann ich das verlosen oder so. Wollt ihr das haben? Will das einer haben? Meldet bei Bannung. Verlosung.
Hashtag. Keine Ahnung. Oh, was machen? Was können wir immer machen? Hashtag Frustkunst. Dann gibt es ein Gewinnspiel und in, keine Ahnung, 2 Wochen verlose ich das, falls das tatsächlich jemand in die Kommentare schreibt. Ich brauche dann aber eure Adresse, damit ich euch das zuschicken kann. Nur mal so als Warnung. Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr mir eure Adresse geben, dann kann ich es ja nicht zuschicken. Falls sich jemand dafür interessiert. Ich bin mal überlegen, ob ich so Häkelsachen auch in Etsy packe. Einfach so just for fun. Oder halt, wie gesagt, als Twitch-Punkte verteile. Dann gibt es halt Twitch-Punkt-Ball. Häkelball. Dann kriegst du dann den Häkelball zugeschickt. Oder halt Häkel-Donut. Ich mag den Donut total. Auch wenn das Gelb halt krass gelb ist. Ich hatte halt keinen Teigfarben. Ich hätte noch ein Quietsch-Orange. Das habe ich ja hier auch. Aber das ist, da sieht das Orange und das Pink, die sind sich zu ähnlich. Deswegen habe ich das gelb gemacht. Das nächste wird bunt. Das mache ich jetzt zu Hause als, ja, kurz vorm Schlafen gehen, werde ich noch mal ein bisschen was häkeln. Das entspannt mich. Viel besser als so diese Entspannungsgeschichte in der Gruppe, in der Tagesgruppe. Wir haben ja verschiedene Entspannungsübungen bis, was, PDE, PSE oder irgendwas mit PE, keine Ahnung, schlaf mich tot. Wo man halt auch so ein bisschen die Muskel anspannt und relaxt. Ich habe keine Ahnung, wie sie schimpft. Finde ich furchtbar. Finde ich richtig schlimm. Es hat keinerlei beruhigende Wirkung auf mich. Das ist der Gegenteil. Ich werde total aufgeputscht dadurch. Ich werde richtig nervös. Und sitze da und kann nicht warten, bis sie fertig ist. Und auch dieses langsame Reden. Die Leute reden sehr langsam und lassen sich bei jedem Wort Zeit. Und nach einem Satz kommt eine große Pause. Kriege ich die Krise? Ich würde gerne auf doppelte Geschwindigkeit drücken. Das ist mir zu lange. Das ist mir zu langsam. Da habe ich zu viel Zeit. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Ich habe dann wirklich wie ein Kleinkind da gelegen und einfach nur noch gehofft, wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wir sind jetzt schon an den Beinen. Ja, dann müssten wir ja gleich fertig sein. Oh Kacke, es geht weiter mit dem Gesicht. Oh Kacke, hier kommt noch was dazu. Ey, furchtbar. Ich werde die Kurse dann wahrscheinlich auch nicht mitmachen, weil sie den gefühlten Zweck halt einfach nicht erreichen. Werde da mit meiner Psychologin auch nochmal drüber reden, dass das so absolut nicht funktioniert. Vielleicht andere Übungen. Mal gucken, vielleicht so eine, wie war das, Entspannungsreise, Traumreise, wie auch immer, Gedankenreise. Vielleicht funktioniert das, das hatte ich noch nicht. Aber dieses, das ist das mit, das funktioniert nicht. Mal gucken. Vielleicht ist auch Entspannung einfach nichts für mich. Ruhe, irgendwo ruhig sein. Ich habe hier teilweise 2 Videos nebeneinander laufen, weil mir zu wenig los ist. Und dann soll ich Ruhe irgendwo was mitkriegen. Ja, manchmal muss ich Kopfhörer aufsetzen, weil ich meine Mom nervt, weil ich Musik höre und nebenbei noch irgendjemandem beim Reden zuhöre. Weil, keine Ahnung, weil ich habe Probleme. Alleine ist mir zu langweilig. Immerhin lasse ich nicht 2 Leute sprechen. Ab und zu auch gerne mal auf doppelter Geschwindigkeit, wenn die Leute mir zu lange reden. Oder zu langsam reden. Ich mag dieses langsame Reden nicht. Merkt ihr wahrscheinlich auch an mir, dass ich versuche schon ein bisschen Pausen reinzukriegen und nicht ganz so schnell zu reden, aber ich tendiere dazu, wenn ich lange und viel rede, dass ich immer schneller werde beim Reden, weil ich meinen eigenen Gedanken hinterherjage quasi. Ja, ist momentan ist auch wieder bei mir Hochbetrieb. Die ganze Zeit war es relativ ruhig in meinem Kopf. Da war es sehr matschig trübe drinne und momentan kriege ich wieder ein bisschen mehr Motivation, auch generell Motivation, wieder mehr zu machen. Und in meinem Kopf gibt es wieder lustiges Zirkus. Da ist wieder einiges. Ja, Kopfkino kennt ja bestimmt der ein oder andere. Da rotiert es momentan ein bisschen mehr. Was ich schön finde, weil ich es gewohnt bin, weil ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn mein Kopf ruhig wird, geht es mir schlecht. Das letzte Mal, wie er so ruhig war, war so 2018, wo es mir richtig kacke ging, wo ich dann tatsächlich auch einfach, ja, quasi bettlägerisch wurde, wo ich halt, ich konnte kaum sitzen und dann wurde mir schwindelig, aufstehen, aufs Klo gehen, war halt schon schwierig, weil, als hättest du voll den harten Kater, dir schwindelig, dir ist kotzübel, es dreht sich alles und du musst noch aufs Klo gehen. Und das halt nicht nur für einen Abend oder einen Tag oder zwei, sondern halt für 3 Monate. Und das war halt nicht geil. Da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen ist es mir lieber, dass mein Kopf schreit und Chaos hat, wie wenn er ruhig ist. Weil ich weiß, dann ist halt halbwegs wieder alles so Richtung okay.
Ich bewege mich auf das normale Funktionieren auf meinem Level wieder, wie es halt immer so ist. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen verwirrend, dass bei mir irgendwie so ein Krach ist im Kopf. Keine Ahnung. Eventuell doch ADHS kann sein, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht bestätigt bekommen, aber es deutet deutlich darauf hin, dass ich tatsächlich irgendwas in die Richtung habe. Aber wie gesagt, es ist noch nichts bestätigt vom Arzt, was das ADHS angeht oder andere Geschichten. Wir wollen erstmal ein bisschen die Depression bekämpfen, bevor man was anderes gehen, weil das auch alles so schräg, so ja, quer miteinander hängt. Ja, das so der grobe Gist die letzte Woche. Ich hoffe, ich schaffe es auch irgendwann mal tatsächlich, alle paar Tage mal was hochzuladen, ein bisschen zu quatschen. Ja. Und generelle Frage, falls einer noch hier ist und in die Kommentare schreibt, findet ihr das so einfach das Quatschen ganz cool oder soll ich einfach auch wieder in den Hintergrund ein Speedpaint packen? Ein bisschen was habe ich noch auf hoher Kante mit dem Zeichnen. Ja, das war's dann jetzt auch, glaube ich, alles. Und ja, Hashtag, ich hab's vergessen, Kunst, Frustkunst oder so. Dann kriegt ihr ein schönes Bild. Ich unterschreibe das auch, wenn ihr möchtet. Ich weiß zwar nicht wozu, aber ich kann ja meinen Namen draufschreiben. Oder euren Namen. Irgendwas draufschreiben. Bestimmt irgendwie einen Stift, den ich nehmen kann, wo ich denn, den man auch sieht auf dem Acryl, auf dem Schwarz. Vielleicht habe ich hier so einen Silberstift oder einen weißen Stift. Ja. Okay. Ich denke, das war's. Ich habe, glaube ich, erstmal alles gesagt, was ich so sagen möchte. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns ein bisschen früher wieder. Und ja, tschüss.